Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von The Finals. So, heute sehen wir uns hier diesen mega krassen neuen Skin an, aus dem aktuellen Battle Pass. Hier, den kriegt man auf Stufe oder Level 96, Finals Samurai. Sieht mega krass aus. Und ich habe auch mit Erschrecken festgestellt, dass die Level nach Level 96 70.000 XP pro Level brauchen, damit ich hier die nächsten Dinger freischalte. 70.000 XP. Uff. Das ist, wenn man das so vergleicht, so hier die ersten Level oder so, die waren, weiß ich nicht, 3.000, 6.000 XP. Das hier kostet, dafür muss man schon 70.000 XP sammeln. Uff. Uff, uff, uff. Ich hoffe einfach, dass es das wert ist. Ich meine, hier der Skin, das ist so wie der geschnitzte, nur in einem metallischen Look. Und mit dem Anjimo-Logo drauf. Hier dieses Oberteil sieht schick aus. Die Maske ist krass. Oh. Und die Maske kann man aber anscheinend nicht mit dem Helm kombinieren. Die Wurfsterne hier sind krass. Das gesamte Outfit hier, ja. Wird bestimmt so eine Verwendung finden. Hier ganz am Ende dann die Dissun-Dinger, so Handschuhe, Bogen, Armtätowierungen, die krassen Messer und ein krasser Helm, der erstaunlich gut auch hier zur Samurai-Rüstung passt. Das ist die letzte Seite hier, die wird, denke ich, mit den angeforderten XP nochmal eine Stufe höher gehen. Ich glaube, hier 70.000, das ist nicht das Limit. Ich glaube, die Seite hier, für die muss man nochmal richtig hart reingrinden, um die zu komplettieren. Ja, gut. Aber heute spielen wir mal eine Runde hier mit dieser krassen Rüstung, aber vielleicht nicht mit dem Speer, weil der Speer jetzt nicht die allerbeste Waffe ist. Ich habe online gesehen, ich musste ein paar Runden im normalen schnelles Cash-Modus spielen oder überhaupt in den normalen anderen Modi spielen, weil bei mir hier diese eine Challenge, bei der man 9 Eliminierungen in einem Match machen musste, die hat in der Rangliste nicht mitgetrackt. Und da habe ich mir gedacht, ja, dann mache ich es halt nicht in der Rangliste, sondern in der normalen Playlist. Und da hat es getrackt. Hat aber unfassbar lange gedauert, bis ich das geschafft habe. Und da habe ich gemerkt, dass sehr, sehr viele Leute, die mit der Heavy-Klasse spielen, mit der KS-23 spielen. Das ist hier diese Slug-Shotgun von der Heavy-Klasse, mit der man relativ einfach Wände etc. einreißen kann. Mit der man aber auch sehr, sehr genau zielen muss, damit der Schuss überhaupt einen Gegner trifft. Die Waffe haben sehr, sehr viele Heavys gespielt, außerhalb der Rangliste. Und da habe ich mir gedacht, hey, ich sehe mir die Waffe halt auch nochmal an. So, und das mache ich hier mit der Windenklaue und, oh ja, stimmt. Die Herausfordererrunde habe ich abgeschlossen. Ich habe hier diesen Bogenskin gekriegt, den könnten wir uns vielleicht noch ansehen, aber der ist eigentlich relativ normal, sind halt ein paar Farbveränderungen, ist jetzt nicht so wild. Die Jacke hier ist ganz nice, die habe ich auch schon einem von meinen Charakteren angezogen, da fehlen mir aber noch ein paar andere passende Teile. Das heißt, bis wir die in Action sehen, wird vielleicht noch ein bisschen Zeit vergehen. Und ich habe hier die Anjimo Skimmer freigeschaltet. Ein Skin für die Doppelklinge. Den könnten wir uns vielleicht noch ansehen. Der wäre vielleicht noch interessant. Gut.
Aber für heute soll es bei der KS23 bleiben in Welttour. Ja. So, und es scheint die Map Kyoto geworden zu sein. Ah, mit dem Stage Modifier bewegliche Plattformen. Das ist, ich mag. Links! Das Team neben unserem Team. Da ist auch ein Heavy. Auch mit der Samurai-Rüstung. Und ich habe an der Silhouette erkannt, der spielt auch die KS23. Hatte er zumindest voreingestellt. Das ist interessant. Jetzt hat es die Combo auch schon in Welttour reingeschafft. Sehr, sehr interessant. So, Welttour. Ich habe ewig lang kein Welttour mehr gespielt, weil ich auf die neuen Kills in der Runde gegrindet habe. In der normalen Playlist. Das hat so lange gedauert. Und als ich damit fertig war, habe ich direkt in der Runde Terminal Attack in der Rangliste gespielt, natürlich. Und das lief tatsächlich überraschend gut. So, die KS23. Wir gehen zu Tresor 1, schätze ich. Our teams have now formally introduced themselves as we've got our first elimination of the match. And not even a polite hello before they got started. Well, Scotty, sometimes actions speak louder than words. Hier sind auf jeden Fall mehrere. Lol, hier sind alle. Das darf nicht wahr sein. Ach, shit. Oh Gott, die Waffe ist ja... ich weiß wieder, warum ich so lange nicht mit der KS23 gespielt habe. Aber was man zur Waffe sagen muss, das muss man ihr wirklich gut anrechnen. Die Waffe ist sehr, sehr stark. Man hat es gesehen, ich habe einen Schuss getroffen. Der eine Schuss hat, wie man rechts sehen kann, 100 Schaden gemacht. Und 100 Schaden für einen Schuss ist schon eine richtig krasse Zahl. Ist schon richtig krass. Die Sache ist halt, man muss halt treffen. Das ist hier... Oh Gott, ich komme nicht mal hier hoch. Ich bin zu schwer und zu langsam und komme nicht mal da hoch. Das gibt's halt. Aber hier komme ich hoch. Und gerade ist keiner bei A. Oh Mann. Oh Mann, der Heavy ist so schwerfällig. Ich hasse Heavy. Ich hasse es abgrundtief. Sollen wir ihn holen? Ich bin mir nicht sicher. Hey, lauf, lauf, lauf. Oh Mann. Wahr sein. Weg. Habe ich jetzt zu lange überlegt. Boah, die Waffe ist so langsam. Das ist unfassbar langsam. Und keiner macht den zweiten Tresor auf. Wieso macht keiner den zweiten Tresor auf? Das ist, den hätte sich jedes Team inzwischen holen können und bei B reinstecken können. Und jetzt machen die auf und stecken ihn. Nee, das geht nicht mehr hier rein. Was ist das wieder für eine Runde?
Let's see whether they can keep that momentum going. We've got the Boundless returning to the arena. Ah, gehen wir zu 3. The Vogue swooped up a cash box. Gehen wir zu 3 und ich bin so langsam. Ich hasse Heavy. Ich hasse Heavy so sehr. Scanning that area. Scanning for opponents. The Boundless are forcing open Vault 3. The live wires swooped up a cash box. B ist wieder auf so einer Plattform drauf. That's a blow to the mighty. C ist stationär. Ich schätze, die mit dem zweiten Vault und zu C. We're halfway through the match and I bet the sponsors are impressed with the play so far. That's for sure, Scotty. Keep your eyes glued on this epic battle. Diese Plattform, die The Mighty are back and ready to avenge that team wipe. Die sind mir suspekt. Mhm. The Boundless just jump started a cash out. Here's some protection. Boundless swooped up a cash box. Oh nein. Ah, oh, sagen nicht, dass die den Vault hier hinbringen wollen zu B. Oh, das ist nicht gut. Nein, oh jeder wird hierher kommen. Jeder wird. Hier sind gegnerische. Was war das denn? Hat er das gesehen? Die Linie hat mich anvisiert. Es mit dem Heavy zu spielen. Einerseits, weil der Heavy so langsam ist, andererseits, weil der... Ach, andererseits hasse ich auch einfach die Waffe hier. So, wir sind safe in der nächsten Runde. Das ist schon mal gut. Weil in der Zeit... Kann keiner mehr 3 Vaults öffnen und rausbringen. Boah!
Mit der Waffe muss man auch so genau zielen. Geh rauf. Boah, was für eine Spezialistenrunde, Alter. Der Heavy hatte doch nicht die KS-23, die hatte doch den Granatwerfer. Aber der Granatwerfer ist doch auch gar keine allzu gute Waffe, oder? War da nicht was? War der Granatwerfer nicht super mies in der Kontrolle? Ich meine, hat man ja gerade gesehen, der Typ hat mich ja jetzt, glaube ich, nicht allzu oft getroffen. Barrier sind in der nächsten Runde und ich bin versucht, die Waffe zu wechseln, aber dann wiederum wissen wir ja, was bei den letzten paar Malen passiert ist, wo ich die Waffe gewechselt habe. Runden habe ich damals immer verloren. Nein. Oh, sag nicht, dass ich jetzt wieder hier den L-Bug habe. Es ist dieser Bug, bei dem man im Ladescreen gefangen ist, den gibt's immer noch. Er kommt zum Glück nicht mehr so häufig. Okay. Er kommt zum Glück nicht mehr so häufig vor wie zu der Zeit, als er angefangen hat aufzutauchen, aber es gibt ihn leider noch. Sobald ich höre, dass die Runde losgeht, schließe ich die Finals über den Task Manager, weil sonst kommt man hier nicht mehr raus. Okay. Okay. Es geht doch noch weiter. Was haben die eigentlich für Zeug? Der Light geht ganz auf Damage, hat nur diese Nahgranate mit. Und der Medium hat keinen Defibrillator. Das ist interessant. Medium-Spieler spielen sonst ziemlich immer mit dem Defibrillator. War das ein komplettes Light-Team? Tatsächlich, Lila ist ein komplettes Light-Team. For once, our arena hasn't been shaken or stirred. It's a straight-up playing field for this round. The big splash are starting. Ich bin der schnellste von meinem Team. Ist als Heavy auch eher eine Seltenheit. Yo, wie klein der ist. Ich spiele so selten als Heavy. Oh, das ist ein Gegner. That's right, June. I'm so excited right now, I didn't even hear what you said. It's contagious, Scotty. Let's see where this energy takes us.
Das heißt, das war ein Gegner. Der sich's aber anscheinend doch wieder anders überlegt hat. Interessanterweise. Ich mach von hier zu. Dann lege ich hier Gas rein. Und dann sehe ich, dass mein Kollege hier Damage gekriegt hat. Mistschaum. Ich sage Mistschaum, weil der Schaum wirklich... Weil der Schaum manchmal wirklich sehr, sehr unangenehm ist. Und sehr, sehr unangenehme Dinge macht. Feuerfässer machen wir mal komplett weg. Und jetzt verteidigen wir. Ah, lol, der ist über den Schaum. Das ist krass. Das ist krass. Also, was habe ich hier gar nicht gedacht? Interessant. The live wires have commenced a cash out. Ich höre Schritte. Und sehr, sehr weit entfernte Schüsse. Das kam von unserem Kollegen. Also das sollten wir wieder haben, ja. Zu B? Das ist... Hier gab es gerade sehr überraschend wenig Widerstand. Weil das ist... Am Anfang waren die pinken Gegner ja sehr, sehr nah an uns dran. Dann haben sie sich aber irgendwie wieder anders überlegt. The socialites are networking their way to success with a great steal. Yes. Creating a safe zone. Also. Gut, ein bisschen Unterstützung brauche ich dann hier schon. Zieh mich rauf, zieh mich rauf. Oh Gott, ach. Der war nicht gut. Oh nein, er darf nicht sterben. Wenn er jetzt stirbt, dann bekommen wir nämlich massiv viel Geld abgezogen. Ich würde dann, denke ich, auch reincoinen, sobald ich die Möglichkeit dazu habe. Ja. Ja, eine kann ich machen. Eine kann ich machen. Weil jetzt sind wir wieder safe, weil wenn das komplette Team gewiped wird... Oh, die sind da noch. Wenn das komplette Team ausgelöscht wird, werden 30% des kompletten bis zum... entsprechenden Zeitpunkt erhaltenen 30% vom Konto werden abgezogen.
So. Go to cash out C. C. What a charge. The live wires have started a cash out. Wieso gerade C? With hazards all over the arena, our contestants would do well to take a deep breath and focus on the objectives. But keep breathing, right, Scotty? Keep breathing. Die kommen jetzt zu C. Well. The socialites are back in the arena, folks. Ehrlich gesagt, ich will ehrlich nicht allzu offen hier stehen, weil das ist... Übrigens. Diese Leitern hier sind, wenn man so will, komplett unnötig. Weil hier kann jede Klasse einfach auch raufspringen. Auch die leichte Klasse. Ich weiß gar nicht, warum die Leitern hier anhängen. Laser, ja. Ach. Would like to pause and catch their breath, but we are done with our orbital lasers event yet. A minute Don't still steal the remaining. Point. Let's see what they make of it. It's not over till it's over. The result of this match will be determined in overtime. The big splash have a cash. Oh, nee, drittes Team. Setting a barricade. But this will protect us. Was man gerade sehe, ist ein mieses Timing. Und ich will auch nicht unnötig eine Coin raushauen, weil aktuell sind wir ja noch vorne. Ich glaube, das wird auch so bleiben, vorerst. Und ich meine, wir können natürlich versuchen. Wir können es versuchen. Oh, mach mich nicht fertig, Alter! Mistwaffe! Was für eine Mistwaffe! Okay, zack, rein. Viele, viele Minen. Hab ihn noch gekillt. Rot, rot. Rot hat fast keine Kills gemacht. Das ist gut. Das ist sehr gut. Okay, ja. Wisst ihr, was auch sehr interessant ist? Die Runden, in denen ich aufnehme und in denen ich mit Waffen spiele, mit denen ich sonst nie spielen würde. Bei denen komme ich immer bis ins Finale. Das ist seltsam. Beim nächsten Mal spielen wir dann auch wieder eine Runde mit einer Waffe, mit der ich sonst nicht spiele. Und zwar mit den Doppelklingen. Die habe ich online interessanterweise so ziemlich nie gesehen. Bögen sind aktuell sehr im Kommen.
Online sieht man hin und wieder ein paar Bögenspieler, ein paar Bogenspieler. Was auch sehr, sehr weit verbreitet ist, ist der Dolch. Und wie gesagt, hier die KS23 habe ich jetzt immer öfter gesehen. Und sonst ist halt so das Standardzeug, Wurfmesser, die Shotgun von der Medium-Klasse. Was noch? Die Maschinenpistolen von der Light-Klasse, beide. Und in Terminal Attack sieht man auch immer noch ein paar Sniper-Spieler. Klar, in Terminal Attack ist die Sniper deutlich nützlicher als so ziemlich jedem anderen Modus. Oh, die sind da rechts. Die waren da rechts. Ja, da rechts. Hier sehen. Aha, guter Schuss. Wir sollten zusammenbleiben. Wohin will er? Der will zu B. Oder? Oder nicht? Er geht einen sehr, sehr seltsamen Weg zu A. Ja, die Verbindung hier würde ich gerne instant abbrechen. Ich warte noch, bis die hier. Ich würde gerne. Ja, dann ja, nicht. Die Seite lassen wir. Ich stelle oben meine Dinge auf. Ah, so close. So close. Die Glitch Mine muss weg. Die muss da schnell weg. Ja, und genau solche Fälle ist ein Defibrillator sehr, sehr wichtig. Dann gehe ich die rein. Macht Coin, warum nicht? Boah, Leute. Jetzt komme ich da nicht mehr rauf. Das ist ja das Allerbeste. Hätte ich das Teil direkt unterschießen sollen? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir wirklich nicht sicher. Back in play.
Den Tresor können sie kriegen, den Mate würde ich gerne wiederholen. Ich würde ehrlich gesagt gerne hier. Danke. Oh lol, die haben es geschafft. Oh nice, gutes Teamplay. So, und jetzt sollten wir uns ein bisschen beeilen. Aber gleich sind die Gegner auch wieder am Start. Und den Punkt, den müssen wir jetzt unbedingt verteidigen. Wenn wir das jetzt hier nicht mehr schaffen, dann haben wir verloren. Und das wäre sehr, sehr unangenehm. So, die Waffe ist durchgeladen. Das nehme ich mit. Das hier ist ein kleiner Stopper. Wenn hier ein Gegner rüberfliegt. So. Das haben wir. Das haben wir. Hier mache ich zu am Horizont. Ich denke, ich schon die Gegner gesehen, ja. Hat er ihn? Ich denke, ja. Gehört. Ist nicht unsere. Das ist auch sehr, sehr krasse Ability. Man kann mit der Windenklaue Cash-Outs wegziehen oder an sich ranziehen. Und wenn natürlich da ein Gegner dranhockt, gerade am Übernehmen, und wenn man dann den Cashout wegzieht, dann bricht das natürlich auch die Aktion des Gegners ab. Das ist eigentlich richtig, richtig stark. Das ist ähnlich wie der Taser. Mit dem Taser kann man auch sehr, sehr gut das gegnerische Hacken, nenne ich es mal, von Cash-Outs unterbinden. Die, hä? Oh, hi! Nicht gut.
Nein! Renn! Renn! Renn mit dem Tresor! Wir spawnen nach! Krasser Mate! Krasser Mate! Super krasser Mate! Sollen wir ihn auch noch holen? Ich denke schon. Nee, er ist ja reingekreint. Wo sind die? Wo sind die? Da. Ach, da komme ich nicht runter, weil ich so fett bin. Wenn nicht so, dann halt anders, wa? So, hier ist noch, da war ein Gegner. Down here. RPG on route. Gut. Boah, auch wieder krasses Team. Super krasses Team. Ey, wenn man nur immer mit solchen Leuten spielen könnte. Oh nee, das war ungewollt. Oh lol, die haben hier ein Jump Pad platziert. Das ist natürlich Loot. Nee, und dann machen wir das mit der KS23. Ja gut. War eine gute Runde. War wirklich eine gute Runde. Okay. Für heute wär's das dann, denke ich. Vielen, vielen Dank fürs wieder mit dabei sein. Und beim nächsten Mal gehen wir in... Beim nächsten Mal spielen wir die Doppelklingen. Mit dem neuen Skin aus der Karriere. Vielen Dank fürs wieder mit dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.